traditionell am Sonntag zu relativ später Stunde das Championat von Wien hier beim Wiener Pferdefest in der Stadthalle und auf dem zweiten Platz eine Reiterin für die Ukraine aus Deutschland, Katharina Offel. Herzlichen Glückwunsch. Ihr seid hier an den Start gegangen. Hat ganz knapp nicht für den Sieg gereicht, aber ein zweiter Platz ist auch noch kein Knieschuss. Es geht ja morgen dann in den großen Preis. Wie war so das Gefühl heute hier in dem Parcours? Wie war der Parcours aufgebaut im Umlauf und dann, wie war das Gefühl im Stechen mit dem Pferd? Also im Umlauf hatte ich relativ viel zu tun. Sie war sehr frisch heute und hat ein bisschen ihren eigenen Kopf, aber sie sprang sehr, sehr gut. Der Parcours war im Großen und Ganzen fair aufgebaut, war eigentlich ein schöner Parcours zu reiten. Gab auch relativ viele Nuller, deswegen konnte man damit rechnen, dass es ein sehr schnelles Stechen wird. Im Stechen, gut, ich weiß, mein Pferd ist sehr schnell. Ich habe vielleicht jetzt heute auch nicht das allerletzte riskiert und trotzdem den zweiten Platz erreicht und bin damit natürlich sehr zufrieden. Kann sich dann morgen auch noch steigern. Es wäre ja schade, wenn man das schon hätte. Wie sind die Bedingungen für die Pferde und für euch Reiterinnen und Reiter hier in Wien? Also das letzte Mal, als ich hier in Wien war, war das Abreiten noch hier in den Gängen, sagen wir mal. Das ist natürlich jetzt mit der Eishalle oben schon eine sehr, sehr große Steigerung für uns, auch für die Pferde. Und ich glaube, das ganze Team hier, die Organisation, die tut alles, dass es uns gut geht und sie haben es auch echt geschafft. Sie sind ja eine Reiterin, die wirklich auf der ganzen Welt herumkommt und wirklich alle Turnierplätze sieht. Sie können das auf jeden Fall vergleichen. Jetzt geht es morgen in den großen Preis. Wie rechnen Sie sich die Chancen selber aus? Also Kathleen werde ich morgen wieder reiten, die ich heute auch geritten habe. Sie ist gut drauf, ist frisch, fühlt sich wohl hier. Wenn wir das nötige Quäntchen Glück haben, dann sind wir vielleicht wieder im Stechen dabei und dann müssen wir schauen, wo es endet. Zwei Dinge sind hier in Wien legendär. Das eine war der alte Abreiteplatz, der hat sich jetzt verändert. Das zweite sind die Reiterpartys drüben im Arc-Hotel, wenn wir sie da heute Abend dann auch noch begrüßen dürfen. Also ich denke vielleicht schon, dass ich noch einen kleinen Drink zu mir nehmen werde. Ich habe das Glück, dass mein Zimmer im ersten Stock liegt, also praktisch auf der Tanzfläche. Deswegen, ich weiß nicht, wie spät es heute wird, aber die Stimmung hier in Wien, auch unter den Reitern und auch unter allen Zuschauern und auch Pflegern, die dann auch immer noch mit auf die Partys kommen, ist einfach schon was ganz Besonderes. Aber Zimmer direkt über der Tanzfläche, da hat jemand beim Buchen geschlafen, oder? Vielleicht ein bisschen Pech, aber ich mag ja Musik, deswegen ist es nicht so schlimm. Ja, heute bis zum Aufstehen nehme ich einmal einen anderen durchgehört. Katharina Offel, herzlichen Dank für das Gespräch und danke, dass Sie wieder mal nach Wien gekommen sind. Wie geht es dann dieses Jahr noch weiter? Ich habe jetzt übernächste Woche das Global Champions Tour Finale in Abu Dhabi. Dann geht es noch nach Paris zum Gucci Masters und die Saison werde ich für mich abschließen in Genf, nochmal einen Weltcup in der Schweiz und dann langsam Richtung Weihnachten schauen. Da können wir uns jetzt alle mal ausrechnen, ob Sie öfters auf einem Pferd sitzen oder in einem Flugzeugsessel. Dankeschön fürs Kommen und bis zum nächsten Mal. Danke, sehr gerne.